Heute bei Wasserschloss zu Gast Rainer Scharinger, Fußballtrainer, Fußballlehrer. Er hat schon einiges gemacht, macht auch viel Benefizsache. Was genau alles, werden wir jetzt gleich sagen. Willkommen bei Wasserschloss, Rainer Scharinger. Freue mich, dass ihr hier seid und dass es hier in unserem Stadion passt, dass wir mal zum Dialog kommen. Ja, wir sind jetzt auch heute für uns als in Anführungszeichen badisches Medium mal im Ausland, ne, im Schwurbelland, in Groß-Asbach, wo du ja derzeit Trainer bist. Wie gefällt es dir hier? Ja, mir gefällt es sehr gut. Also es ist ein guter Verein, der ja auch schon in der dritten Liga war. Das heißt, die Infrastruktur und auch die professionellen Bedingungen sind da. Momentan nur ein bisschen schwierig. Der Verein hat fast eine schwere Saison hinter sich und ein paar Abläufe, die nicht so passen. Und natürlich, was das Schwierigste ist, eine sehr große Verletztenmisere. Also ich bin jetzt zwei Spiele da und habe einmal ohne 8 und einmal ohne 11 spielen müssen. Ja. Wir spielen von Topspielern. Und es ist schon schwierig und die jungen Spieler hauen sich aber voll rein und wir müssen schauen, dass wir die letzten drei Spiele noch gut zu Ende bringen und vielleicht auch schon ein bisschen Strukturen verändern im Hinblick auf die neue Saison. Aber insgesamt als Badener fühle ich mich auch hier in Württemberg sehr, sehr wohl und bin von Anfang auch sehr gut aufgenommen worden. Das ist wichtig. Ja, wir kennen uns jetzt auch schon eine ganze Weile. Weißt du noch, woher wir uns kennen? Jawohl, in meinem Nebenjob als Dozent warst du mal ein Schüler von mir. Das ist schon ein paar Jahre her, aber tatsächlich kann ich mich noch erinnern. Genau, das war, ich glaube, fast 10 Jahre her. Das war genau zu der Zeit, wo du auch KSC-Trainer warst. Und das war für mich auch, ich erzähle die Geschichte nämlich immer gerne, das war für mich was Besonderes, weil da war montags, glaube ich, die Prüfung von der Verwaltungsschule und ich bin da halt leider durchgefallen gewesen. Ne? Montagsabends war dann KSC-Spiel, du an der Seitenlinie. Und am nächsten Tag durfte ich dann gleich in den neuen Kurs. Ne? Und ich habe ja nicht gewusst, was mich da erwartet. Ich noch das KSC-Trikot drunter, ne? Und dann geht die Tür auf und dann kommt der Trainer vom KSC rein. Ne? Und da habe ich erst gedacht, ich bin bei Verstehen Sie Spaß. Ne? Falscher Film, falsche Kamera. Ja, aber es ist wirklich, war eine interessante Zeit. Aber wenn man so Lehrer bei der Verwaltungsschule, Fußballtrainer und auch Fußballlehrer beim Badischen Fußballverband. Du kannst also wirklich sehr gut auch mit Leuten oder auch vor allen Dingen mit jungen Menschen arbeiten. Ne? Das ist ja auch wirklich so, was du besonders gut kannst und auch gern machst wahrscheinlich. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es gut kann, aber mir macht es auf jeden Fall Spaß. Also in der Bildung tätig zu sein, finde ich ganz gut und darum auch, wie gesagt, der kleine Nebenjob auch mal weg vom Fußball, als ich Profi war oder auch Profitrainer. Ich habe immer ein bisschen was, um den Horizont zu erweitern. Du musst ab und zu auch aus der Schoße raus, weil das Fußballgeschäft ist nicht immer so lustig und so launisch, wie es viele vielleicht sehen, wenn samstags Bundesliga geschaut wird. Und mir hat es immer gut getan. Und mein Hauptberuf, Verwaltungsfachwirt, auch vom Rathaus, hat mir auch, ich will einfach sagen, auch in schweren Stunden immer wieder ein bisschen Halt gegeben. War vielleicht auch neben der Familie ein soziales Netz, was man braucht in solchen Phasen. Und ja, jetzt als Verband Sportlehrer tatsächlich auch wieder Talentförderung, das heißt mit jungen Menschen Fußball, aber auch Trainerausbildung. Also mir macht das alles Spaß und darum habe ich mich auch hier jetzt für die 5 Wochen hier entschieden, um mal wieder neue junge Menschen, in dem Fall ein bisschen bessere Fußballer um sich herum zu haben, um dann auch das zu tun. Also ich mache alles mit Spaß und Freude und wenn Menschen bei mir sind, fühle ich mich wohl. Ja, das ist auch das Wichtigste. Ne? Ich meine, du hast ja wirklich schon sehr, sehr viel erlebt in deinem Leben. Ich meine, du warst auch jahrelang Profi, hast auch einige Erstligaspiele gemacht. Gerade für der SSV Ulm war das ja. Ne? Erzähl mal da ein bisschen zu der spannenden Zeit. Ich meine, das war ja wirklich auch aufregend. Ja, also ich glaube, wenn man so meine Karriere anguckt, ich habe wirklich viel erleben dürfen, manches auch erleben müssen. Ich habe in 8 Ligen gespielt. Also ich weiß, wie vor 100 Zuschauer in Spessart, aber auch vor 80.000 in Dortmund oder München ist. Und eine große Range als Trainer auch jetzt in 5 Ligen trainiert. Und jetzt als Verbandssportlehrer nochmal die Verbandsseite, die Vereinsseite gesehen. Also ich habe und innerhalb dieser vielen Ligen natürlich auch hier mal Stammspieler, Ersatzspieler, verletzter Spieler, Torschütze, am leeren Tor vorbeigeschossen, beleidigt, gefeiert. Also ich kenne das alles aus dem FF. Ich glaube, das macht momentan auch mein jetziger Job als Verbandssportlehrer ein bisschen einfacher, weil ich kann mich in die junge Talente reinversetzen, weil ich habe alles erlebt. Du weißt, was kommt. Ich kann mich auch in die Schule reinversetzen, weil ich habe auch den Job in der Verwaltung gelernt. Und ich kann mich auch in die Trainer reinversetzen, weil das habe ich auch schon alles erlebt. Und von daher glaube ich, ist das ein großer Mehrwert von mir, was mir mein Leben gegeben hat und diese Erfahrung weiterzugeben.
dass vielleicht manche Menschen es leichter haben, weil wir hat oft in jungen Jahren, ob als Spieler oder Trainer, viele Dinge sind immer nicht gesagt worden. Und darum versuche ich auch methodisch, didaktisch manchen Menschen Dinge beizubringen, dass sie es vielleicht leichter haben. Ich meine, gerade das hört man immer wieder, dass es halt schwierig ist, gerade für die junge Spieler, wenn die halt von Anfang an natürlich im Fußball gefördert werden und von morgens bis abends nur Fußball im Kopf haben oder haben müssen, ne, dass da halt auch oftmals auch die Freizeit oder die Jugend zu kurz kommt. Ne, und dann, also es ist so, dass wer heute im NLZ ist, sicherlich auf viel verzichten muss und auch viel investieren Klar. muss. Und die große Problematik ist, was viele nicht sehen, dass in jungen Jahren es leichter ist und je älter die werden, umso dünner wird die Spitze und die Widerstände wären größer. Und spätestens dann, wenn sie nach der U19 in den Erwachsenenbereich kommen, dann gibt es Lack und dann ist für viele körperlich schwierig. Es Mental. Kommt das erste Mal so richtig der Leistungsdruck, der dann einfach auch den Kopf zumacht. Klar. Und da bleiben oft viele leider hängen. Und am Ende muss man tatsächlich sagen, es kommen nicht immer die besten Spieler an, sondern die mit der größten Widerstandskraft gegen Leistungsdruck, die da oben klarkommen. Und das ist darum nicht einfach für die Jungs und auch für die Mädels. Ich trainiere übrigens auch Mädels im Verband. Und da versuche ich dann eben immer unterstützen und helfen, auch dabei zu sein und auch Verständnis zu haben, wenn man mal in ein Leistungsloch fällt. Und da haben ja viele, kriegen gar nicht mehr die Zeit, mal ein Viertel, halbes schlechtes Jahr, was wir früher auch hatten, bis schon weg und wird aufgefüllt durch den Nächsten. Also sind sicherlich nicht immer einfache Dinge und ich sage es immer ganz krass, es war bei mir auch so, ich habe im Profibereich wahrscheinlich mehr Regen auf den Kopf gekriegt wie Sonne. Gab es dann eben einen besonderen Lieblingsgegenspieler, den du damals in deiner Zeit hattest oder gegen den du besonders gern gespielt hast? Oder? Nee, wobei früher, ich war ein Offensiver, das war immer hart, weil da hat man noch eigentlich so richtig gegen Mantega gespielt und da waren schon ein paar Mörder dabei. Und da gab es nicht nur noch Chimichami-Schuh, sondern da gab es 18er Alustoller unten drauf und dann hast du schön Lack gekriegt. Also es war schon nicht immer so einfach für die Offensivspieler. Und, aber wie gesagt, ich war trotzdem für jedes Spiel und dann natürlich auch in höheren Gefilden, wenn man mal erste und zweite Liga spielen darf. Ich bin aus heutiger Sicht auch für jedes Spiel dankbar gewesen. Und natürlich gab es auch mal deftige Niederlagen, es gab aber auch mal schöne Siege. Und ja, auch das sind vielleicht kurzfristig immer ein bisschen Sprüche, die man nicht so gern hört, aber es ist tatsächlich so, aus den schwierigen Zeiten von Niederlagen oder aus den schwierigen Zeiten von Verletzungen oder aus den schwierigen Zeiten als Trainer von Entlassungen, da lernst du am meisten und es bringt dich auch mehr vorwärts. Was hat sich denn im Gegensatz von früher zu heute verändert? Ich meine, klar, vielleicht der mediale Druck und auch den Einfluss von außen, von den Social Medien oder sozialen Medien, dass da jeder an allem teilhaben kann oder auch möchte oder man das teilweise auch mitmachen muss, um dazuzugehören. Aber was hat sich denn da... Ja, du hast schon angesprochen. Also ich glaube, es sind insgesamt, wenn man es mal aufs Große schaut, es gibt einfach gesellschaftliche Veränderungen. Nehmen wir mal Digitalisierung, was dann wiederum zur Folge hat, dass du viel gläserner bist. Dass du auch sowohl beim Spiel natürlich auch, ne? Sowohl beim Spiel mit allen Daten, mit der Datenflut, als auch natürlich außerhalb. Du kannst nicht mehr so sein, wie du bist, weil alles wird beobachtet, gefilmt, fotografiert. Wie gesagt, auf der einen Seite ist das eben heute normal. Aber es hat sich viel verändert und auch wenn ich sehe, wie heute junge Menschen groß werden und ich nehme die Jungen bestimmt nicht immer in Schutz, aber ich bin echt froh, dass ich vor 40 Jahren aufgewachsen bin und nicht heute und darum gucke ich eigentlich auch auf eine sehr schöne und glückliche Kindheit. Als Fußballer konnte ich mich auch mehr entwickeln. Ich wurde nicht so in Dinge früh reingepresst und da muss das Leiten beachten und da muss das Angriffsprinzip beachten. Aber heute geht es fast gar nicht mehr anders, weil die wichtigste Ausbildung fehlt heute den jungen Spielern und das ist die Straße. Die gibt es nicht mehr. Die Straße ist weg. Die haben heute andere Möglichkeiten und ich noch einmal keinen Vorwurf an die Jungen. Wenn ich heute groß werden würde, würde ich genauso groß werden. Aber draußen die Straße, das hat mir das Fußballspielen gelernt. Immer komplex, immer viele Spielformen, 3 gegen 3 auf Dosen, mit dem Tennisball, mit dem Ball. Ja, und das kann ich heute fast nicht mehr aufholen. Ist auch wichtig, dass man als Trainer oder auch als Spieler ein Vorbild ist, ne, für die jungen Leute. Teilweise. Also das wird in meiner Trainerausbildung, das Wort kommt sehr oft vor. Du musst immer Vorbild sein. Ich glaube, in 54 Jahren, wo ich jetzt bin, hat mich als Spieler oder Trainer noch nie einer mit Alkohol oder mit einer Zigarette oder sonst irgendwas gesehen, mal davon abgesehen, dass ich kein Nikotin und Alkohol groß zu mir nehme. Aber das geht auch nicht anders. Also was du einforderst, musst du selber vorleben.
Ich kann jetzt sagen, komm pünktlich und bin der Letzte, der kommt oder umgekehrt. Das kennen wir alles. Das ist im Berufsleben übrigens genauso bei Führungskräften und darum ist das Thema Vorbild. Finde ich was Wichtiges und gerade heute in einer Welt, wo die Erziehung nicht mehr so stattfindet in den Familien, ja, wo Wertevorstellungen nicht mehr vorhanden sind. Ich glaube auch da, darum mache ich das auch manchmal gern, ist es auch Botschaften den Jungs mitzugeben. Und wenn mich was antreibt als Ausbilder oder als Trainer, ist nicht nur die Jungs sportlich oder fachlich besser zu machen, sondern ihnen vielleicht auch einen Touch menschlich mitzugeben. Darum bin ich auch nicht immer everybody's darling, weil ich manchmal auch mal auf Kante bin und ihnen auch mal sage, das geht so nicht oder es geht so. Aber ich glaube, da müssen wir auch schauen, weil durch dieses viele Digitalisierte ist die Sozialkompetenz weiterhin auf dem Rückschritt und das wird unser Zusammenleben erschweren. Auf jeden Fall sieht man immer wieder, was da jeder ins Internet schmieren kann. Ne? Ist nicht immer so gut. Nicht immer nur Vorteile. Ja, nee, also es geht auch nicht nur ums Internet, das ist natürlich auch, aber es geht auch ums normale Zusammenleben. Ums Menschliche also, natürlich, es geht schon, klar. Um mal Hallo zu sagen, um Danke und Bitte, um eine Tür aufzuhalten. Um das ist nimmer selbstverständlich heutzutage. Oder im Verkehr mal jemand reinzulassen, ohne sechsmal zu hupen. Also wir sehen es an unserem normalen Alltag auch. Ja. Und manchmal denke ich, und jetzt noch diese Masken, die zwar sein müssen, aber das bindet ja noch mehr die Anonymität und dieses in sich gekehrt sein und alleine leben. Also diese Geselligkeit, diese Fröhlichkeit, diese Heiterkeit, dieses Zusammensein. Ich forciere das, wir machen jetzt auch hier gleich nochmal so ein kleines Mannschafts, wir haben ein Spielchen gemacht, einer muss Getränke bringen, einer essen, um mal wieder zusammen zu sein. Mhm. Muss man manchmal dann als Trainer ein bisschen fördern und die eine oder andere Maßnahme machen, weil ich finde es einfach wichtig. Klar. Du warst selber Spieler beim KSC und auch Trainer beim KSC und bist auch noch heute mit dem KSC verbunden. Wie sehr schlägt dein Herz blau-weiß? Ja, du hast ja schon gesagt, also ich bin in Karlsruhe geboren und wenn ich das wirklich mal kurz sagen darf, ich war mit 6, 7 Jahren mit dem Papa auf der Haupttribüne, ab 10, 11 im Vierer, den es noch früher gab, im Fanblock, ich war ein richtiger Fan, mhm. Ein paar Jahre später dann im Amateurplatz, dann irgendwann mal auf dem Profiplatz, dann als Profitrainer, dann als All-Star-Spieler und jetzt noch im Sportkomitee, also seit, ich habe schon gesagt, 54 Jahren blau-weiß und darum ist das natürlich auch meine fußballerische Heimat und ich bin und werde immer mit dem Wildpark und so weiter verbunden sein und wahrscheinlich von der Wiege bis zur Bahre, wenn man das so sagen darf. Wahrscheinlich. Läuft ja derzeit zum Glück ganz gut. Kommt noch das neue Stadion. Ich meine, da kann man sich dann schon freuen. Ne? Ja, ich freue mich. Also ich habe ja noch als junger Spieler noch das ganz Alte erlebt. Also, dann kam jetzt die Haupttribüne jetzt schon da, weil also ich erlebe jetzt schon das dritte Stadion, auch wenn man es nicht als ganzes Stadion sehen darf. Veränderungen sind schön. Ich glaube auch, dass der KSC das momentan sehr gut macht. Ich hoffe, weil das zweite Jahr ist immer das Wichtigere, das zu bestätigen. Aber in Verbindung mit dem neuen Stadion und mit den neuen Möglichkeiten hoffen wir, dass das Blau-Weiß auch in der zweiten Liga, die nächstes Jahr gut ist, stabil bleibt. Und ja, ich habe sogar heute, dieses Jahr, ab und zu mal so geliebäugelt, wenn man diesem Flow bliebe. Vielleicht sogar diesen Relegationsplatz hat am Ende nicht gereicht, sind wir trotzdem zufrieden. Ja. Aber ich sehe die Zukunft ganz gut beim KSC. Und nächstes Jahr wird die Liga ja auf jeden Fall definitiv sehr spannend. Ja, auf dein Benefizprojekt werden wir gleich noch zur Sprecher kommen. Aber wir haben es eben schon gesagt, dass heute Social Media sehr wichtig ist. Dem bedienst du dich ja natürlich auch, gerade bei Facebook oder Instagram bist du ja sehr aktiv. Kann man auf jeden Fall auch mal folgen. Was findest du gut an der Social Media? Ich meine, klar, der Austausch zu den Leuten, dass man wirklich auch zeigen kann, was man denn alles so macht. Aber also ich muss sagen, mein Hauptgrund dort zu sein, hat tatsächlich mit meinem Benefizprojekt zu tun. Das ist so der Ursprung, weil wir generieren Spenden von der Öffentlichkeit und du kriegst nur Spenden von der Öffentlichkeit, wenn sie kennen, was du tust oder wer du bist. Und inzwischen machen wir zu Schangen Friends fast 10 Jahre. Wir sind in und um Karlsruhe, glaube ich, bekannt und seriös. Und sonst wäre auch die sensationellen über 500.000 an Spenden, die reingekommen sind. Und das treibt mich an, aber auch sonst. Also ich bin jemand, wo jetzt sagt, okay, wenn ich mal Freizeit habe, dann bediene ich mich auch Informationen reinzuholen. Klar. Darum schaue ich übers Handy mir den Kicker an oder die Tageszeitung. Oder ich muss auch sagen, gehe natürlich auch mal in Facebook durch und ich habe natürlich über 5.000 Freunde dort vor Ort und da gibt es schon mal Witziges, Humor ist wichtig, es ist so viel ernst. Auf jeden Fall. Ich kann auch über viele Späßchen da auch lachen und versuche aber immer das ganz sehr,
sehr sachlich dann auch, wenn ich mal was kommentiere, was ich auch mal mache, aber nie in eine Richtung. Ich finde, da die Balance zu halten ist wichtig und jedem auch manchmal seine Meinung zugestehen. Das fehlt mir manchmal ein bisschen, dass man auch mal der andere gelten lässt, auch wenn es vielleicht was anderes ist. Aber grundsätzlich ist für mich Social Media A, Information über mein Projekt, aber natürlich auch mal ein bisschen Abwechslung und Spaß. Mama merkt das aber auch bei dir, dass du das schon irgendwie auch, ja, ein gewisses respektvoll voll betreust oder machst und ja. So. Das sieht man auch wirklich, wenn man dich verfolgt auch. Und das ist also für mich wichtig, ist ein gutes Wort, was du sagst. Ich finde immer, ich spreche davon von Wertevorstellungen und Vorbild, das haben wir schon genannt, also muss ich auch so sein. Und ich finde, Respekt und Anstand gehört immer dazu. Und ich habe noch nie, ich glaube, da könnte man meine ganzen Posts und sonst was sehen, noch nie über irgendjemand hergezogen oder sonst irgendwas. Das steht mir auch gar nicht zu. Ja. Wir sitzen alle im Glashaus, um den einen oder anderen Spruch auch mal anzubringen, der auch stimmt. Und dann sollten wir auch nicht mit Steinen werfen. Das ist richtig. Ja, das Scharing und Friends Projekt gibt es ja jetzt wirklich schon längere Zeit. Mhm. Und da ist wirklich schon sehr, sehr viele Spenden oder Spenden gesammelt, Gelder akquiriert. Hauptsächlich auch viel für Kinder. Erzähl mal da noch ein bisschen was genauer. Ich meine, das hat ja vor längerer Zeit angefangen und da gibt es einiges an Projekten, nicht nur Benefizspiele, da gab es auch musikalische Abende und ja. Fußball-Tennis-Turniere oder Public Viewings oder einfach ja, ein Zusammensein, wo einfach mit einem Projekt Geld gesammelt wird. Erzähl mal da ein bisschen noch was genau. Also der Ursprung hatte einfach zu tun, dass ich früher schon immer natürlich bei solchen Benefizspielen Teil war und mitgespielt habe und dann ist, wie so oft, ich glaube wie bei uns allen natürlich, persönliche Betroffenheit, mein Bruder ist verstorben vor 12 Jahren und an Krebs und es war eine richtig schlimme Leidensgeschichte über 2 Jahre und ich habe in der Zeit viel Leid gesehen, habe irgendwie mir gedacht, ich muss mal irgendeine Veranstaltung für Menschen in Not machen. Und 2 Jahre nach dem Tod von meinem Bruder war irgendwann der Zeitpunkt da, dass ich das verarbeitet hatte oder versucht habe zu verarbeiten, das hat man wahrscheinlich nie. Und da habe ich mal eine Veranstaltung gemacht, habe gesagt, Mensch, was kannst du, Rainer? Okay, du kennst ein paar Jungs, lass uns doch Fußball spielen, ein bisschen Musik machen, ein bisschen essen, trinken, ja. Ein bisschen ein schönes Entertainment. Und dann haben wir tatsächlich im Jahr 2012, also vor 9 Jahren, habe ich die erste Veranstaltung gemacht. Und danach konnten wir 3.000 Euro in der Hospiz-Arista bei uns in Ettlingen spenden. Und da habe ich gesagt, Mensch, das war jetzt gut, ich mache mal weiter. Und so ist das Projekt entstanden und dann kam mal ein Logo dazu. Und dann habe ich gedacht, okay, wir spielen mal nicht nur Fußball, dann machen wir mal Fußballtennis, dann machen wir mal Dart, dann machen wir mal eine Musikveranstaltung. Und so ist das Projekt jetzt über 9 Jahre gewachsen. Wenn du mir vor 9 Jahren nach der ersten Veranstaltung gesagt hättest, das gibt es nach 10 Jahren noch und aus diesen 3.000 werden, ich glaube, wir sind jetzt fast bei 600.000 Euro. Wow, und aus diesem einen Projekt werden 8 oder 9 Projekte, die wir inzwischen unterstützen, nämlich 7 Kinderprojekte und 2 Erwachsenenprojekte, die ich für unmöglich halten. Aber man sieht, was man machen kann, was man bewegen kann. Und ich möchte auch wirklich alle ermutigen, sich sozial zu engagieren. Und das können manchmal ganz kleine, wichtige Dinge sein, die man da tut. Aber es gibt sehr viele Menschen, die Hilfe brauchen, die in Not sind. Und von daher kann ich alle nur animieren, auch selbst aktiv zu werden. Also wirklich mein größter Respekt für das ganze Projekt. Du hast ja da wirklich auch ein tolles Team um dich, ne, das dich da unterstützt. Ich meine, gerade da der Hardy Schröder, ne, und die ganzen Jungs, die immer mitkicken, das ist ja echt auch eine tolle Sache. Wer gehört denn da alles so dazu? Ich meine, ja, also machst du nicht alles allein? Ne? Mein Partner ist der Hardy Schröder, ansonsten mache ich tatsächlich Organisation oder Administration tatsächlich ganz alleine. Okay, und aber habe dann wieder viele Freunde, die kommen, um mitzuspielen. Ich habe natürlich dann die Vereine selber, das sind jedes Jahr andere, die dann Teams stellen. Mhm. Und ich bin so immer ein bisschen der Kopf, der Leitwolf. Und dann aber arbeiten wir uns jeweils. Und ich habe dadurch, muss ich sagen, auch viele, viele Menschen kennengelernt. Auch großen Respekt, was in den Vereinen dort im Ehrenamt auch von Trainern, von der, wo die Bratwurst verkauft. Das sind tolle Erfahrungen, weil ich eben gesagt habe, im Profitum ist nicht immer einfach. Aber jetzt mit dem Benefizprojekt, was da der Sport, der Fußball mir gegeben hat oder wie wir da Gemeinschaften wurden und Teams wurden, um Menschen zu helfen. Also das sind ganz tolle Erfahrungen, was mich natürlich auch weiterhin motiviert, das Projekt fortzuführen, weil das sind fast nur schöne Erfahrungen. Und dann natürlich auch vor Ort zu sein, um zu sehen, wie es behinderte Menschen sich freuen, wenn sie entweder monetäre Hilfe kriegen oder wenn wir einen Fahrstuhl einen Rollstuhl überreichen, auch einen Fahrstuhl, der schon eingebaut wurde. Also da sind viele tolle Sachen und das treibt mich auch weiterhin an und das ist eine tolle Erfahrung.
Wann geht's denn weiter? Wird es da demnächst auch wieder mal irgendwie Spiel geben oder Ja, irgendwie? also wir trotzen Corona, auch letztes Jahr schon, wir haben trotz Corona Fußball gespielt und einen Benefizlauf gemacht und das haben wir jetzt auch geplant. Wir sind am 1. August in Karlsruhe unterwegs, da machen wir einen Benefizlauf und eine Benefizradtour. Okay. Und eine Woche später haben wir dann einen neuen Kooperationspartner, den ich habe, nämlich der FC Bayern München, wo ich dann mit der AH zusammen auch zwei Fußballspiele mache in Busenbach und Bruchhausen. Das ist dann am 7. und 8. Da war ja August. letztes Jahr schon knapp in Steinmauern was, ne? Genau, dann haben wir letztes Jahr in Steinmauern schon begonnen und das ist eine tolle Kooperation. Und Bayern München und wir sind da eng zusammen. Ich habe natürlich auch noch gute Kontakte zum Hermann Gerland oder zum Hansi Flick, die jetzt zwar beide gehen, aber ich glaube nichtsdestotrotz. Können ja auch Julian Nagelsmann, hoffen wir, dass sich das auch hält. Aber wie gesagt, ist natürlich die AHA, sind natürlich Klar. nicht die großen Profis. Aber wir sind trotzdem dankbar und das ist ein gutes Miteinander. Und da, wie gesagt, 1. und 7., 8. August sind wir tätig. Und die Menschen, auch gerade jetzt durch Corona, das wissen ja vielleicht auch viele nicht oder ist vielen nicht bewusst, denen es nicht so gut geht, sind jetzt noch mehr isoliert, Ja, es sind das noch ist noch weniger schlimmer. Spendende Ja. gekommen. Wir müssen noch mehr machen, um ihnen zu helfen. Und darum bin ich da auch wieder voll dabei und werde einiges tun. Ja, wir werden auf jeden Fall auch deine Homepage und alles nach unten einblenden und dafür Werbung machen. Sehr schön, vielen Dank. Was muss man denn machen, um dein Friend zu sein? Meinst du, ich könnte auch mal ein paar Minuten kicken? Klar, also So. wir brauchen manchmal jeden und in den Spielen geht es ja auch nicht todernst zu und wir können ja auch immer fliegend wechseln. Also das ist ja die Geschichte, dass ich glaube, wir haben inzwischen, sagen wir mal, ein Portfolio von 50 Spielern, die in den letzten, oder mehr, 70 Spielern, die in den letzten 10 Jahren da mitgespielt habe. Und ist aller Couleur, natürlich hauptsächlich Profifußballer. Aber es war Krötzky von den Rhein-Neckar-Löwen dabei, es war Alex Leibold, der Ringer, dabei, also es sind Skispringer Mein dabei. Kumpel Rowan Rössler. Ruven, der war ganz am Grüße. Anfang dabei. Ruven, viele Grüße, wir hoffen, dass er wieder mitspielt. Also alle Alles. können mitmachen, es hat auch schon natürlich Leute, die gespendet haben. Man konnte sich manchmal auch schon Plätze erspenden, dass man mitspielen kann. Also von daher tolle Geschichte. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, immer wieder zu wissen, alle Spenden gehen nicht an mich, will ich gar nicht, sondern immer direkt werden an die Projekte, sodass auch jeder weiß, wenn ich bei Shanghai Friends etwas spende, kommt es direkt an. Derjenige, der sich wirklich dafür interessiert, der weiß das aber auch. Aber Ja, wollte ich ist noch es mal wichtig, erwähnen. natürlich zu sagen, ganz klar. Nochmal zum Fußball zurückzukommen. Du bist hauptberuflich, normalerweise sei jetzt mal beim Badischen Sportverband in Schöneck, Fußballlehrer, bilde ich da auch Trainer aus und junge Menschen. Wie kann man sich das vorstellen? Also sind es dann Lehrgänge oder ja, erzähl mal da ein bisschen was zu deinem Also, genau. Alltag auf. Also meine zwei großen Aufgabengebiete, wie gesagt, ist einmal die Talentförderung. Das heißt, alle jungen Fußballer, die ein gewisses Niveau haben, von der U11 bis U19, kommen in die sogenannte badische Auswahl. Von der U11 bis U14 in dem kleineren Bereich ist noch über Stützpunkte, da ist auch der DFB mit drin, aber spätestens dann ab dem 14., 15. Lebensjahr kommen sie in die badische Auswahl. Und die trainiere ich, um sie noch weiterhin vorwärts zu bringen, also der große Bereich. Und ebenso bei den Mädels gleiche. Kann natürlich nicht alles alleine machen, weil wir sprechen dann von 6, 7 Jungsmannschaften in den Klar. Jahrgängen und 4 oder 5 Mädelsjahrgängen. Ich habe natürlich noch Jahrgangstrainer, also das ist aber eine Fußball, Talentförderung. Und die zweite große Schiene, die nennt sich Qualifizierung, nämlich Außenfortbildung von Trainern. Das ist meine zweite große Schiene, wo wir dann über die C-Lizenz Kinder- und Jugendtrainer ausbilden oder über die B-Lizenz auch Erwachsenentrainer, die dann eben im Erwachsenenbereich. Und da habe ich viel zu tun. Da spreche ich mal nicht von 40, sondern eher die bei beiden Bereiche abzudecken, wenn jetzt Corona nicht da ist, eher von 50, 60 Stunden. Aber wie gesagt, mir macht beides viel Freude. Ich konnte mein ehemaliges Hobby sowohl als Trainer und Spieler, als Profi zum Beruf machen oder jetzt auch als Verbandssportlehrer. Und von daher geht es mir gut. Und ist eine schöne Geschichte. Und ich kann auch jeden nur animieren, auch wenn er es nicht glaubt, wenn er Kinder-, Jugend- oder Erwachsenentrainer im Fußball macht oder in anderen Sportarten, macht eure Trainerlehrgänge. Ich glaube, man kann das Wissen nochmal erweitern. Man kriegt ein bisschen was Methodik, Didaktik und so weiter mit. Und auch alle, die bei mir bisher waren, haben gesagt, ja, Rainer, ich hätte schon viel früher kommen sollen. Ist einfach eine Hilfestellung. Wir wollen nicht alles besser wissen, gar nicht. Es findet auch vieles im Dialog statt. Aber dort sich zu qualifizieren, macht absolut Sinn. Wir sind jetzt hier in Groß Asbach, da hast du die Mannschaft bis Saisonende übernommen. Ich meine, klar, du warst vor Jahren auch schon
Trainer im Profibereich. Wir sind jetzt hier in der Regionalliga, aber war das jetzt für dich, ich sage jetzt mal, schwierig vom Verbandssportbereich jetzt wieder in diesen Bereich reinzukommen, ich sag mal Profibereich? Nee, gar nicht. Also reinzukommen im Sinne von meiner Arbeit, gar nicht, weil du hast schon gehört, ich trainiere das ganze Jahr 6, 7 Mannschaften. Mein ganzes Leben dreht sich um Fußball. Auch in meiner Trainerausbildung spreche ich über Systeme, über Spielprinzipien. Was mich jetzt einfach gereizt hat, ich habe jetzt gesagt, okay, ich mache 5 Wochen Urlaub. Es gibt jetzt halt Aktivurlaub. Ich glaube, nach Corona Ja. tut es ganz gut und ist auch ein Mehrwert wieder für mich. Die letzten 8 Jahre bin ich Verbandssportlehrer und jetzt mal wieder zu sagen, ich gehe raus an die Praxis. Wird mir persönlich ja auch wieder einiges mitgeben. Und dann kann man auch nicht sagen, der Scharinger da vorne, der labert nur, wie es gehen soll, der muss auch machen. Und Ja, genau das klar. mache ich jetzt. Und sind wieder auch gute Erfahrungswerte, die ich einbringen kann, weil das hier momentan, ich habe es eben erwähnt, mal richtig eine knifflige und sauschwere Aufgabe ist. Und da gehe ich aber drin auf, mir macht es Spaß. Komme auch seit Wochen nicht heim. Ich werde auch bis 12. Juni nicht heimkommen, sondern ich bin nur hier und mache Fokussiert. den Job sehr fokussiert und fleißig. Und alle helfen mit hier im Verein, dass man da wieder schnell auf die richtige Schiene kommen. Man sieht auch immer wieder, gerade wenn man dich bei der Social Media verfolgt, dass du auch ein Familienmensch bist, schon 3 erwachsene Kinder hast. Und wie wichtig ist dir Familie? Ich meine, das sieht man immer wieder, dass das wirklich auch ja, ein Wert ist, den du verfolgst. Aber ja, man merkt immer, dass das wirklich auch dir wichtig Also ist. es Ja? ist einfach, wie ich eben schon das Wort mal benutzt habe, soziales Netz. Ich glaube, wenn uns schlecht geht und ich weiß nicht, ich kann nur von mir sprechen, andere haben vielleicht mehr, so richtig gute Freunde, wenn wir ehrlich sind, die, wenn es drauf ankommt, zu einem stehen, haben wir nicht so viele, wer aber immer zu einem steht, in den meisten Fällen ist Familie. Klar. Und darum ist es wichtig, ihr habt schon gehört, mein Bruder leider früh verloren, war mein einzigster Bruder, darum vermisse ich das natürlich sehr. Meine Mutter ist auch schon verstorben und darum bin ich froh, im Übrigen muss ich dich korrigieren, ich habe 2 selber große Kinder, Okay. aber von meinem Bruder, wo ich eben mein verstorbener Bruder, der Pateronkel, bin auch noch mal 2 Zwillinge. Von daher sage ich immer, ich habe 4 Kinder, Okay. weil ich mich für alle 4 ein Stück weit verantwortlich fühle. Auch wenn die Ja. 4 mich vielleicht inzwischen alle zwischen 19 und 25 nicht mehr ganz so brauchen. Und trotzdem ist vielleicht nicht unwichtig, dass Papa oder Onkel, Patenonkel dann da auch dabei ist. Und Klar, natürlich. darum ist mir wichtig, auch für meinen Vater da zu sein. Er war mein ganzes Leben für mich da. Und ich glaube, Familie gibt uns einfach Halt. Ich bin auch jemand, der vielleicht, auch wenn er katholisch ist, jetzt nicht groß der Kirchengänger ist, aber auch Glaube, manchmal zu glauben, gibt einem Gibt Halt. einem auch Und das Kraft, muss ja. jeder sehen für sich, ob er das dann in der Kirche oder in seiner ruhigen Stille macht. Ich glaube auch im Alter, ich bin jetzt 54 Jahre, hat sich auch durch Lebenserfahrung und durch viele Ereignisse natürlich auch viel verändert. Aber du hast recht, ich glaube, Familie und gute Freunde sollte man sich immer bewahren, weil sie hoffentlich gerade dann, wenn man sie am stärksten braucht, in schwierigen Situationen auch da sind. Gibt es irgendwelche Ziele, die du noch hast mit einem Benefizprojekt, Scharinger Friends? Ich meine, klar, weiter Spende sammeln, weiter coole Projekte machen, aber oder auch als Trainer, hast du mal noch Lust, irgendwie noch mal was Größeres zu machen, wenn es sich anbietet? Oder warte schon einfach mal ab, was passiert? Also, das hätte ich jetzt genau gesagt. Also, ich bin schon ein Mensch, der neugierig ist und offen, aber ich glaube, meine Währung, wenn ich jetzt so sage, ist dann nicht mehr Euro oder das große Ziel. Ich muss mich auch nirgends mehr beweisen. Ich muss bei mir sein. Ich will Lebensqualität. Ja. Ich will Spaß und Freude. Ich will nicht mehr viel Ärger. Und dementsprechend gestalte ich auch mein Leben. Ich bin ein Stück weit frei für mich. Ich kann tun und lassen, was ich will. Wer mich kennt, weiß, wenn ich im Job bin, bin ich natürlich sehr fokussiert und mache alles. Aber dass ich jetzt sage, ich muss noch das, das und das, wenn es kommt, ist gut. Aber was ich immer bin, offen und neugierig, das ist wichtig, so wie ich hergekommen bin. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich bin offen, neugierig, fleißig, bin dankbar für jeden Tag, wo ich das auch gesund machen darf. Ich weiß das sehr zu schätzen. Es sind auch wirklich keine Floskeln. Und von daher schaue, was nach den 5 Wochen kommt, in Großaspach, im Badischen Fußballverband, bei Scharinger Friends, beim KSC. Ja. Ich bin auf jeden Fall vielfältig aufgestellt. Ich glaube, das ist wichtig. Ja. Und dann kommen viele Einflüsse und Ereignisse. Und das Gute nehme ich an mich. Und das nicht so schlechte lasse ich hoffentlich schnell hinter mir. Eine Frage, die ich immer am Ende jeden Gast stelle: Was ist für dich Heimat? Ja gut, Heimat darf ich schon ganz klar sagen, Baden, KSC, Ettlingen. Das ist für mich Heimat und natürlich dort, wo man sich wohlfühlt, wo man seine Wurzeln hat. Natürlich, ich bin schon ein Mensch, muss ich schon sagen, wenn ich an einem Ort länger bin, fühle ich mich auch schon heimisch. Aber weil ich auch jemand bin, der offen ist, der mit den Menschen spricht und sich dann auch schnell wohlfühlt. Also wenn ich zurückdenke an, weil es eben erwähnt hast, Ulm, ich fahre heute noch 20 Jahre später einmal im Jahr nach Ulm, habe dort noch ein paar Bekannte, gehe ins Stadion, in Aalen, wo ich war. Also
da, wo ich länger auch zu Gast sein durfte oder auch arbeiten durfte. Ich lasse mich dann schon auf das Ganze ein, weil ich glaube, wenn du an einem Ort bist und einen Job machst, musst du auch eine gewisse Identifikation haben und nicht nur das Wappen küssen, sondern auch Herzen tragen. Ja, genau. Ja. Und das habe ich immer bis heute und ich versuche mich immer korrekt zu verhalten. Ich weiß, ich bin nicht immer einfach, aber mir ist wichtig, dass ich überall noch hingehen kann und die wissen, okay, der Junge, der da war, der Scharinger, hat Gas gegeben, der war anständig, der hatte Respekt und hat seinen Job nach bestem Gewissen und Gewissen gemacht. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Danke, dass du bei uns da warst, zu Gast in der Sendung, dass wir hier sein durften. Es war wirklich sehr interessant. Auf jeden Fall solltet ihr euch alle für Scharinger und Friends mal informieren, zu den Benefizspielen oder zu den Veranstaltungen kommen, euch das mal anschauen, vor allen Dingen auch spenden, das Ding unterstützen, weil es lohnt sich auf jeden Fall, weil der Rainer macht eine echt tolle Arbeit, gerade sozial oder mit seinem Benefizprojekt oder gibt sehr viel Wissen auch an junge Menschen oder generell weiter. Genau, ich sage danke, dass ihr gekommen seid und wie er schon gesagt hat, bei uns ist immer freier Eintritt. Jeder kann und soll da kommen und wenn er möchte, kann er was in der Spendenkasse schreiben. Bei uns ist immer was los. Wir Familie ist so ein bisschen. Mehr aber Spaß, mehr aber Musik, mehr aber gutes Essen, alles was man möchte nach alles, Corona was man sowieso. Braucht. Also kommt vorbei und ich sage euch nochmal vielen Dank und man sieht sich. Danke, das war Was ist los mit Rainer Scharinger. Ciao. Ciao.